Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Mein Name ist Lokazeit und heute ist das Finale von diesem Spiel. Und ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich jetzt dieses Rätsel, sagen wir mal, anordne. Und ich werde es vorerst mal so machen, damit ich dann in den Raum zurückgehen kann. Also in den Raum, da wo wir ganz am Anfang gestartet haben. Und ja, dann werden wir weiterschauen. Oh, Finale, hm? Ist schon lang her, dass ich das sagen habe können. Aber, ja, wieder zurück in diesem Raum und gleich zur Kontrolltafel, damit wir in diesen gehen können. Das reicht dann schon. Schaut ja auch irgendwie schön aus. Schön in der Mitte das letzte Triforce. Ist das die richtige Richtung? Ja, ist es. Auch schräg. Man kommt und geht in einen Raum und plötzlich ist ein ganz anderer Raum. Bitte Sie, Gebieter. Ja, fein. Ja, ich sehe. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Naru. Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch versperrt zu sein. Oh, und ein paar Gegner sind auch da. Und eine Kugel der Zeit. Sehr schön. Lenk deinen Blick in diese Richtung. Dort befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Jawohl, fei. Werde ich machen. Aber zuerst kümmert ihr mich um den Kollegen. Tschüss. So. Und dann, naja, Kugel der Zeit. Sollte wohl oder übel darüber gehen. Weil sonst werde ich eher selten was in dem Raum anstellen können. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also, da haben wir... Ah, so etwas. Okay. Ein paar Gegner, die was ich mir dann gleich einmal holen werde. Wow. Okay, jetzt habe ich Angst gehabt. Da fällt mir direkt. Okay, einmal getroffen, passt schon. Ah, die ganzen Gegner, die werden es vermissen. Wenn es alle tot sind. So, und tschüss. Rubin, okay. So, aber was ich zuerst mache, ist, ich kümmere mich jetzt zuerst um alle Gegner, damit ich nachher einfach an. Ja, dass ich ziemlich beruhigt das Rätsel lösen kann. Wie auch immer das, wie es jetzt ganz genau funktioniert. Also, ich glaube, das meiste ist getötet. Okay, was haben wir da alles? Da haben wir hier. Also, ein Windrad, wo ich nichts damit anfangen kann. Dann haben wir da irgendetwas und so weiter. Okay. Was ist das da oben? Ich glaube, das sollte hinziehen. Aber ich glaube, das Ding könnte im Weg gehen. Also, schaue, dass ich ungefähr so das hinstelle. Ist das ein Plan? Ich glaube zumindest. Schauen wir mal. Was haben wir da? Ich sehe nichts. Okay, wenn man nichts sieht, dann kann man immer mit dem Greifkäfer und... Ah, okay, mit dem Pfeil treffen. Das ist nicht so schwer. Du musst nur da rauf und dann kann ich es auch schon mit dem Pfeil treffen. Okay. Ja, da sollte nicht hineingehen, während meine Ausdauer noch halb leer ist. Das geht unter. Das wäre nicht sehr schön. So, oben. Und darüber ziehen. Perfekt. Öffnet dieses hier. Ja, das passt. Und ansonsten, glaube ich, gibt es eh nichts, was ich jetzt schon erledigen sollte. So, passt. Und darüber. Ich hätte die ganze Zeit die Kuranas. Das passt mir überhaupt nicht. Wahrscheinlich da drinnen, oder? Ja, Hallöchen. So, ist da noch ein drittes? Ja, wahrscheinlich. Ah. Wow! Ah, ich hab gewusst. Eins von diesen Viechern trifft mich heute noch. Das hab ich schon gewusst. Hey, willst du nicht wechseln? Wechseln?
Okay, weg, okay. Was gibt's denn nicht? Haben wir jetzt das Fest ja noch. Ja, na gut. So, da bewegt sich dieses und dies. Und was macht der Schalter? Das öffnet dieses. Oh, ein. Aha. Okay, das heißt, du musst die Kugel weit weg bringen, damit das ganze Zeug da verschwindet. Ist das möglich? Ja, ich glaube, es ist möglich. Ungefähr da, oder? Na? Muss es noch weiter wegbringen? Ah, na, so passt. Okay, jetzt wo es sich nicht mehr bewegt, kann man ganz leicht durchschießen. Das öffnet. Ah, diesen Ort. Also können wir jetzt endlich dort drüber. Okay, das ist einmal gut. Sollte ja mal lang sein, der Weg zum letzten Triforce. So, die Kugel nehme ich einfach mal mit. Wahrscheinlich brauche ich es nämlich noch. Ja, ich brauche es noch. Nämlich. Brauche ich es. Ungefähr hier. Nicht ganz. Nicht ganz. Hier, da. Ja, da platziere ich es jetzt. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Und ja, jetzt muss ich nur noch mit dem Greifhaken da hinauf. Und ich glaube, die Teile zerstören wir. Ein bisschen mehr Pfeile schadet ja nicht. Ich hoffe, es geht so viel Ausdauer heraus. Okay. Ich bin zwar tot mit der Ausdauer gewesen, aber naja, ich habe sie überlebt. So, Greifhaken. Kann man ja schon vorbereiten. Und da hinein. Perfekt. So, und da sind wir auch schon da. Also, Son Goku, stoß es hinein, das Schwert. Das letzte Triforce. Das Triforce der Weisheit. Hier ist es, und es wartet auf mich. Nette Musik dröhnt in meinen Ohren. Herzen werden aufgefüllt, und das Triforce der Weisheit ist mein. Die unendliche Kraft, die jeden noch so großen Wunsch erfüllt, sie ist mein. Das Triforce ist vollständig, mit seiner Macht kannst du selber bitte nachkommen und den Todbringer vernichten. Warte, was passiert? Wow, das ist hell. Hä? Okay. Ah, da oben. Okay. Jetzt, wo ich Triforce habe, komme ich also direkt auf die Statue der Göttin. Sehr gut. What the? Oh! Das ist Triforce. Schön golden und groß. Gebieter, ich bete für dich. Das letzte Ziel unserer Reise. Wir müssen den Todbringer nun besiegen. Klingt nach einem Planfall. Okay, ich wünsche mir, dass der Todbringer vernichtet wird. Inselteil? Wow.
What the heck? Du schon wieder? Oh, ich sehe. Okay. Aua. Okay. Oh, es ist still. So sind wir hier im Siegelhain, okay. Dort, wo der Todbringer ist. Oder war? Ist? War? Ich glaube, war. Sonne scheint herein. Es scheint ruhig zu sein. Fröhliche Musik spielt. Moment, das war mal ein Teil von hier? Oh, das macht Sinn. Okay. Ja, das war definitiv einmal ein Teil von hier. Geil. Gebete, ich habe dir etwas zu berichten. Die Insel der Göttin, ein Teil des Wolkenhorts, ist zum Erdland zurückgekehrt. Wollen wir mal schon dort. Gleichzeitig kann ich die Vernichtung des Todbringers bestätigen. Dein Wunsch an das Triforce wurde erhört, Gebete. Oh, geil! Ich vermute, dass Zelda erwachen wird, nun da das Siegel, das sie durch ihren Schlaf gestärkt hat, seinen Zweck erfüllt hat. Oh ja, stimmt. Gebieter, ich empfehle mit Nachdruck, dass du dich schnellstmöglich in den Tempel begibst. Oh, das ist eine gute Idee, das mache ich sofort. Okay, sprung! Ah, ist das schön. Todbringer vernichtet. Alles ist okay. Wo ist Zelda? Moment, da soll ja Bauer auch sein, oder? Und das Großmütterchen. Hallo, ist da jemand? Hi, ihr beiden. Wie geht's? Und Zelda? Noch immer hinter dieser Tür. Es geht auf. Zelda? Der Kristall bricht. Okay. Wieder vereint, Zelda. What the? Nicht umfallen. Ist okay. Du hast dein Versprechen gehalten, Son Goku. Ich hab's vergehalten, ja. Ah, schön. Ah, das nenne ich mal schöne Credits. Moment, Credits?
Wo ist der letzte Bossfight? Ja! Zelda geht's gut, sie war die ganze Zeit hinter dir. Oh, jetzt wäre er. Ah, schön. Alles gefällt mir mal. Ja, sieht man selten. Ha? Was ist los? Wow, wow! Hey! Ach, der wahnsinnige Ball. Was? ja, okay. Ah, schön. Na gut, dann was machen wir? What the? Oh, du. Du törichter Narr. Die wiedergeborene Göttin gehört mir. Du. Na. Du magst den Dämonenkönig jetzt besiegt haben, aber ich werde mit der Kleinen in die Vergangenheit reisen und ihn zurückbringen. Du hast meine Pläne zum letzten Mal gestört. So. Na! Es wäre äußerst unschön, wenn du mich wieder mit deiner Anwesenheit belästigen würdest. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, mich weiter mit dir herumzuschlagen. Hm? Schaut nicht gut aus. Geh mir aus dem Weg, du verletzt meinen Sinn für Ästhetik. Au. Hier kann ich nichts mehr für den Dämonenkönig tun und nicht mehr befreien. Diese Zeit interessiert mich nicht mehr. Aber in der Vergangenheit kann ich ihn mit der göttlichen Kraft der Kleinen hier zurückbringen. Ah, das ist schlecht. Spiel speichern? Ja, warum nicht? Wenn es schon angeboten wird. Okay. Nein, das kann nicht sein, wo wir Zelda gerade wieder hatten. Son Goku, er darf auf keinen Fall den Todbringer in der Vergangenheit befreien. Schnell, öffne das Zeitportal und folge ihm. Bardo, bei dir aus, okay. Schnapp ihn dir, Son Goku! Für Zelda! Okay, dann werde ich das machen. Ha, aber dass mir jetzt plötzlich wieder gut geht. Naja, egal. Schauen wir mal, was mir da jetzt dahinter erwartet. Sollte nicht Imperator hinter wo warten oder so? Moment, gibt's in dieser Zeit jetzt zwei Zeldas? Ich weiß nicht. Imper! Imper! Was los? Ah, Son Goku, Giramirin hat mich erwischt. Sorge dich nicht um mich. Du musst ihn aufhalten. Okay. Er ist durch dieses Haupttor geflohen. Noch ist es offen. Schnell! Okay. Schnell da durch. So soll es sein. Okay. Schauen wir mal. Moment, dann ist hier. Ah, okay. Oh,
Oh, ein Zaun. Okay, dann kann ich nicht direkt hinunterspringen. Den ganzen Weg laufen. Verdammt. What the heck? Das ist nicht mal ein Tanz. Oh mein Gott. Ich glaube, das, was er da macht, ist nichts Gutes für sie, oder? Na, definitiv nicht. What the heck? Schnee? Okay. Ich muss das Siegel brechen. Dann kehrt der Dämonenkönig zurück. Haltet mit mir bis dahin diesen elenden Wurm vom Leib, meine Diener. Es ist mir gleich, wenn keiner von euch übrig bleibt. Verschafft mir nur genug Zeit, egal wie. Und jetzt los! Oh, aber das sind nicht wenig. Okay. Oh, okay. Na gut, in dem Fall. Kriegt es alle ohne auf die Fresse. Zum Glück sterben sie alle recht schön. Aber, wie man sehen kann, spawnen diese Gegner die ganze Zeit relativ viel noch. Deswegen ist die beste Taktik, die man haben kann, flüchten. Mit hin und wieder draufschlagen. So. Oh, da kommt eine neue Barrage. Hä? Hier rein? Und ja, so alle paar Meter kommt so eine Barriere, da wo man ein paar Gegner mehr besiegen sollte. Ich weiß meistens ein bisschen stärker sind, was da ist. Da hätte ich fast getroffen. Ich hätte ein bisschen mehr geschlocken. Ich hätte also nur noch Zeit gehen diesmal, im Gegensatz zum Kommandrachen. Aber das ist schon übrigens, dieser Kampf ist auch für den Donnerdrachen. Also, ja, man muss ihn auch bestreiten, wenn man beim Donnerdrachen die Heldenschule komplett ablegen will. Und ja, das dauert natürlich, der Kampf. Und man verliert hier bei diesem Kampf ganz, ganz sicher einige Herzen. Außer man nimmt natürlich ein Rüstungsteil. Dann geht natürlich alles gut. Oh, diese Kollegen. Ah, das ist schlecht. Wow, was war das? Das ist sehr schlecht. Aua. Aua. Ah, ich sehe nichts. Ah. Was passiert hier? Okay. Sehr schön, muss weg. Okay, sind alle tot? Du lebst noch. Okay, was haben wir da? Bogenschütz. Okay. Au! Ich bereite schon mal meinen Trank vor. Wahrscheinlich wir den brauchen. Okay, schnell weg. Weiter! Ah, ich hasse die Viecher. Ich muss bei mir ausweichen. Hier weg und links. Ha! Okay, das war gut. Das ist die nächste Frucht. Ah, ich will die ganze Zeit meine bekämpfen. Aber da sind jetzt mehr. Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was haben wir da? Einen blauen Kollegen. Oh, der war so ein bisschen flüchtet. Okay. Wow. Blauer Kollege, stirb! Au. Okay, ich hab zwar nur noch 4 Herzen, aber ein Gegner tötet mich noch. Der Horn. Moment, wo ist der da? Ja, klar ist mal. Weil ich glaube, dieser Gegner ist ein sehr wichtiger Gegner, den man entweder töten sollte oder ihm das Horn entfernen.
weil sonst ja, ruft er immer wieder Nachschub. Ja. Der Gegner ist halt ziemlich schneller, also sollte man ein bisschen auf ihn aufpassen. Hier. Okay. Da ist noch so ein Kollege, okay. Aber in dem Fall kann ich ihn ja mal in Sicht, also muss ihn auslassen. Okay, was kriegen wir da als Gegner? Was Psychico. Ah, da ist er. Au! Okay, jetzt ist Zeit zum Trinken. Ah, das war gut. Und wow. Okay, einer von beiden ist tot und der andere ist auch tot. Okay, damit sollten wir weiterkommen. Ja. Dann stören wir die Gegner in meinem Hintergrund gar nicht mehr. Das Teil hole ich mir, weil dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Das hole ich mir auch. Auch für starke Gegner sind jetzt hier. Und wo ist das? Finde ich nicht schön, aber ich habe keinen Schaden gekriegt. Und? Ah, okay. Wir sind unten. Sehr gut, sehr gut. Hier rein. Und, ah, okay. Noch eine Barriere. Und die Stifte was? Oh, viele kleine Gegner. Sehr viele kleine Gegner. Das ist kein Problem, ein paar Wirbelattacken. Das ist kein Problem mehr. Hier. Jetzt normal vorgehen. Und zack. Das sollte der letzte gewesen sein. Hier rein. Es ist Zeit. Du bist zu früh dran. Aber wir kämpfen, also. Ein Stümper wie du weiß das natürlich nicht, aber so ein Ritual braucht einfach seine Zeit. Warum kannst du nicht einfach Geduld haben und abwarten? Du ungeduldiger Bengel, du machst alles kaputt. Das ist mein Moment des Ruhmes. Jetzt hast du es geschafft, du hast mich wirklich wütend gemacht. Bist du okay, Zelda? Nun mach ich ernst, ich werde kein drittes Mal gegen einen Menschen verlieren. Jetzt ist Schluss! Opa. Ich habe dich schon bei unserem ersten Treffen verabschiedet. Wenn man nett zu euch Menschen ist, werdet ihr nur frech. Ich als Diener des mächtigen Dämonenkönigs verdiene auch etwas Respekt. Trotzdem habe ich mir dir gegenüber stets gnädig gezeigt. Du hast das einfach ausgenutzt. Immer und immer wieder. Von einer lächerlichen Kreatur wie dir so gedemütigt zu werden, ist eines Schwertes wie mir unwürdig. Oh, was? Ein Schwert? Du verdienst die schlimmste aller Strafen, die Verbannung in einem bodenlosen Abgrund ewiger Qual. Mit meiner übermächtigen Macht werde ich dir unbarmherzig zusetzen, dich in die Enge treiben und dann in die Tiefe stürzen. Schicke dich zur Hölle! Der Dämonenkönig wird dich dort verschlingen!